ist eine sehr große Bereicherung, jeder einzelne Ehrenamtliche, der sich hier einbringt. Zum einen ist wichtig, dass ihr Kontakt habt zu Leuten von außerhalb und jeder bringt seine Gaben und Fähigkeiten ein in allen Bereichen, Schule, Arbeit, Patenschaft, Sport. Und so können wir mehr Angebote machen und auch professionellere Angebote. Und so ist es eine sehr große Bereicherung. Finde ich insofern sehr wichtig, weil man einfach da was tun kann für diese Menschen oder für diese Einrichtungen, die da sind. Mir gefällt es sehr gut und ich fühle mich wohl und mir macht Spaß. Ich mache im Seehauswitz, weil ich Leuten was weitergeben kann, Leuten die Möglichkeit geben kann, die sie vielleicht sonst nicht haben, jetzt bezüglich Musik. Ich bin jetzt der Musiklehrer, aber ich sehe da drin eine Möglichkeit, wie gesagt, das, was ich gelernt habe, weiterzugeben und damit vielleicht anderen eine Chance zu geben. Ich finde, Seehaus ist ein super Konzept und ich bin froh, dass ich da mitarbeiten kann. Ich möchte die Jungs auf einen guten Weg bringen und die Arbeit mit den Jungs macht einfach Spaß. Die geben mir viel zurück. Also für mich war eigentlich wichtig, dass ich neben normalen Beruf, wo es ums Geld verdienen geht, auch was mache, wo es eben nicht ums Geld geht, sondern mehr um den Dienst selber. Dass man auch bewusst Zeit einsetzt für andere Menschen. Mit dem Ehrenamt habe ich auch entschieden, praktisch bewusst von meiner Zeit für andere was zu tun, für mein selbst abzugeben. We'll be right back.
seit 2005 hier im Seehaus tätig. Bin auch gern hier. Einmal im Monat mache ich die Seehausgottesdienste. Ich bin auch sehr froh, weil es mir viel Freude bereitet, mit Menschen unterschiedlichem Alter zu tun zu haben, beziehungsweise auch mit den Jugendlichen hier. Warum? Weil ich dieses Projekt so spannend finde und so unterstützungswürdig, dass ehrenamtliches Engagement absolut grandios wird. Es macht Spaß, es lohnt sich, es kommt was bei rum, es ist einfach eine ziemlich runde Sache. Wo wird in Ehrenamtliche so investiert? Was gibt es sehr aus den Ehrenamtlichen zurück? Also die kriegen kein Geld? Stimmt, die kriegen kein Geld und eigentlich muss man denken, weshalb macht man das hier? Ich kann immer nur das wiedergeben, was viele Ehrenamtliche mir auch zurückmelden. Also ganz viele Ehrenamtliche melden zurück. Es ist eine ganz tolle Beziehungsarbeit, zum einen zu euch Jungs da, die sagen, hey, es ist ganz spannend, mit euch Leben zu teilen, das wollen wir machen. Zum anderen leben wir hier auch als Lebensgemeinschaft zusammen. Ehrenamtliche kommen hier auch mit rein in diese Lebensgemeinschaft. Ich glaube, das bringt zum einen den Ehrenamtlichen ganz viel. Auf der anderen Seite bieten wir Schulungen an, wo die Ehrenamtlichen auch persönlich weiterkommen können und da sich auch Dinge mitnehmen können. Es gibt ganz unterschiedliche Freizeiten, wo Ehrenamtliche auch mitkommen können, sei es die Winterfreizeit, sei es die Ostertour, wo wir jetzt waren. Da gibt es einiges an Möglichkeiten, wo die Ehrenamtlichen auch teilnehmen können. Also mir hat schon immer Spaß gemacht, mich irgendwo zu engagieren, einfach Zeit mit anderen Menschen zu verbringen, ohne jetzt da irgendwie Geld zu verdienen oder so. Das zum einen, und zum anderen bin ich wirklich in einem guten Elternhaus aufgewachsen, habe da ganz viel Liebe bekommen und Zuwendung, und davon habe ich jetzt irgendwie noch viel in meinem Herz und das will ich gern weitergeben an Jugendliche oder Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel haben, und auch von der Liebe Gottes, das, was ich spüre, was ich bekomme, einfach weitergeben. Heiko, warum arbeitest du im Seehaus ehrenamtlich mit? Also dazu muss ich sagen, dass ich also im Seehaus mitarbeite und das ist die erste Einrichtung, in der ich mich irgendwie einbringe, sozial. Und jetzt nach 1,5 Jahren kann ich sagen, ich arbeite damit, weil es mir seit dem ersten Mal, seit ich dort war, einfach riesig Spaß macht. Ich mich dort total wohlfühle. Zum einen in den Räumlichkeiten, aber einfach auch mit den Menschen dort, mit den Mitarbeitern, mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern. Und vor allem die Jugendlichen sind wie Kumpels für mich und es macht richtig Zeit mit denen, richtig Spaß mit denen Zeit zu verbringen.